Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hide and Seek hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seid schon am Titel. Im heutigen Video wird es mal ganz besonders. Denn Leute, wir sind hier im Hintergrund auf einer richtig krassen Hide and Seek Map. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Denn, Freunde, diese Map, ihr seht es gerade im Hintergrund, die ist riesengroß. Es gibt super viele Geheimverstecke, wo man sich halt wirklich ultra krank verstecken kann. Außer man hat halt Hacks. Und damit willkommen zu einer Hacker-Folge, Junge. An die ganzen OGs unter euch, falls ihr euch noch erinnert, damals von Fortnite, wir haben ja ganz viele verschiedene Hacks ausprobiert. Und ich habe das Ganze for real noch nie in Minecraft gemacht. Und genau aus dem Grund wird es heute Zeit, Freunde. Ich werde nämlich jetzt gleich mit Candy, Flauschi und Amir Hide and Seek spielen. Ich werde denen sagen, wenn ich es schaffe, die nicht zu finden, bekommen sie 500 Euro, dass sie sich richtig freuen und keine Ahnung was. Aber ja, das werden die niemals schaffen, Freunde, weil wir im heutigen Video, wie gesagt, hacken werden. Denn wenn ich jetzt hier unten eingebe, /addonradar, Freunde, bekomme ich als Sucher einfach ein Radar, wo ich rechtsklicken kann. Jetzt halt gerade kein Spieler in meiner Nähe. Aber Freunde, da wird mir unten links angezeigt, wie viele Blöcke weit weg der nächste Spieler ist. Und das Geile ist, ihr seht ja beim Kompass unten diese Nadel. Oder hier rechts auch in groß seht ihr diese Nadel. Und die zeigt halt genau in die Richtung, wo der Spieler ist. Das heißt, ich muss einfach nur diesem Kompass hinterhergehen und easy. Und ich sag euch ehrlich, das ist so unfair eigentlich. Was haben wir noch oben drauf kommen, Freunde? Wir haben noch einen Cheat am Start. Und ihr seht schon, ein Schwarzpulver. Das ist nämlich dafür da, wenn wir uns selber verstecken für Runde 2. Dann kann ich mich damit nämlich einfach mit einem Klick, bam, unsichtbar machen. Keiner kann mich mehr sehen. Das Krasse an der Sache ist, man hört auch keine Steps mehr. Also ich kann sogar der Person, die dann sucht, einfach hinterherlaufen, vor ihm rumspringen. Man sieht weder meinen Schatten noch mein Skin, noch hört man irgendetwas. Also ich bin komplett unsichtbar. Und für den Sucher ist es unmöglich, mich zu finden. Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wie gesagt, das Ganze ist nur Spaß. Ich werde es am Ende auflösen. Deswegen nimmt das Ganze nicht zu ernst. Und ich würde sagen, ich muss jetzt auf Alibi nochmal eine Antwort machen, damit die anderen nicht denken, ich mache hier irgendwas mit Cheats oder so. Das Geile ist, Realtalk, die haben gar kein Plan, Freunde. In diesen ganzen Fortnite-Runden von damals, Odoman, Kidmave, die wissen alle genau, dass ich immer gehackt habe. Aber die ganzen Minecraft-Jungs, Amir, Flauschi, was auch immer, die haben davon gar keinen Plan, Junge. Das ist so geil. Wir starten rein und let's go. Ja, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hide and Seek in Minecraft, Freunde. Ihr seid im Hintergrund. Wir haben heute eine ganz besondere Map am Start. Und zwar eine riesige Map mit Piratenschiffen, keine Ahnung was. Und man kann seine Skins einfach ändern. Und Freunde, das Ganze nicht alleine, sondern zusammen mit Candy. Was geht ab? Was geht? Ja, dann, Freunde, aber wer könnte hier in der Mitte drunter stecken? Ist es vielleicht Flauschi? Ne, ich bin hier auf der anderen Seite. Nein, ich bin! Ein Steinkopf! Junge, ich geb dir einen Steinkopf. Okay, Freunde, wir werden es jetzt gleich so machen. Erste Runde werde ich suchen. Wir machen um 100 Euro, okay? Den ich von euch als letztes finde. Wenn ich euch in 20 Minuten nicht finde, kriegen alle 100 Euro, die nicht gefunden wurden. Junge! So machen wir es. Leute, lass einfach ausloggen, dann kann er niemand finden. Bei Crimex hätte ich schon 500 Euro bekommen pro Person. Junge, er babbelt. Komm, okay. Wir machen 500 Euro. Nee, wir machen 200 Euro. Nein, okay, 500. Okay, wir machen 500. 500? Oh mein Gott, was? Ihr habt 20 Minuten lang Zeit. Ich werde jetzt gleich suchen. Ich drehe mich jetzt gleich um. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, ne? So, aber die keine, 500 Euro gehört aber wichtig, hier. Nicht rausglitschen oder irgendwas Unfaires machen, okay? Okay. Ich stelle mich hier vorne an die Wand. Ich stelle mich hier an die Wand. Ihr habt genau 2 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Es geht los in 3, 2, 1, go. Timer läuft, 2 Minuten. Die verstecken sich, okay. Weil 500 Euro scammen, Leute, das mag ich. Aber, oh, guck mal hier, Leute. Guckt mal hier. Also alles echt dunkel, aber wir sind hier unter Wasser. Ich wollte halt nur kein Damage kriegen. Gucken wir mal, ob ich Damage hier drin kriege. Weil wenn ich kein Damage hier kriege, dann ist das ein easy 500 Euro. Win. Ja, Freunde, alle sind sich am Verstecken. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz den ersten Befehl für unser Radar an. Dann haben wir das nämlich hier auch am Start und können direkt sehen, wo die sind. Junge, es ist so krass. Okay, der nächste Spieler ist 22 Blöcke entfernt. Irgendwer hat sich genau hinter mir versteckt. Aber ich darf ja offiziell noch nicht gucken, Freunde. Wir werden es dann gleich machen. Ich darf aber auch nicht direkt hingehen, weil wir dürfen nicht auffallen. Ich muss das ja schon irgendwie so machen. Ich glaube, da hinten, das Weiße. Ich glaube, das ist Amir. Oh mein Gott. Okay, Leute, Lukas sagt, ich soll mich verstecken. Nichts leichter als das. Als erstes müssen wir uns einen Skin überlegen. Und zwar haben wir Prismarin, TNT, Holz sogar, Cobblestone. Keine Ahnung, Leute. Wir müssen mal schauen. Ich suche mir jetzt mal eine geeignete Stelle. Cool wäre auch irgendwie unter Wasser. Kann ich hier atmen? Nee. Das fällt also schon mal weg. Man kann hier nicht... Oh, hier ist Prismarin, Leute. Wenn ich Prismarin-Skin nehme, dann kann ich mich hier gut verstecken. Also wenn du mich finden solltest und die anderen gewinnen, dann kannst du meinen Gewinn unter Flauschi und Candy aufteilen. Hä, warum? So sicher bist du dir? Mhm. Okay. Und wenn noch eine Kamera drin wäre, würdest du uns das ganze Preisgeld geben, oder? Ja, verdoppeln sogar. Verdreifachen sogar. Okay. Ja, als ob ich irgendwelche Kameras benutze.
Eine Sache nur, du sagst ja, dann musst du verdreifachen, verdoppeln, wir kriegen es ja egal, ob wir gewinnen oder nicht. So Leute, wir haben jetzt hier den Wasserskin einmal genommen und jetzt gehen wir uns einmal verstecken. Wir schwimmen am besten mal nach da ganz hinten, so weit weg wie möglich. Ich hoffe, das geht überhaupt so weit. Aber ich würde mich auf gar keinen Fall finden, Leute. Ich bin die beste Versteckerin aller Zeiten. Wir versuchen uns irgendwie so tief wie möglich irgendwo hier zu verstecken. Oha, das geht ja richtig weit nach hinten. Das ist schon eine krasse Map, Leute. Okay, ich versuche jetzt hier mal den Berg hoch zu klettern, Leute. Wartet mal. Ich glaube, hier kommt man nicht hoch, Leute. Da ist auch jemand anderes da in der Ecke. Okay, Leute, ich habe einen Spot gefunden. Und zwar werde ich hier am Ende der Map, das ist wirklich das hinterste Ende, wo man hinlaufen kann, werde ich mich jetzt hier in der Ecke verstecken. Und ich bin gespannt, ob er mich finden wird. Ich will die 500 Euro auf jeden Fall haben. Deswegen nehmen wir hier so einen Steinskin. Bam, so. Und hier werde ich jetzt stehen bleiben. Let's go. Aber wir werden jetzt einfach mal... Ich weiß nicht mal, wie lange die Zeit noch geht, Leute. Zeit ist rum. Oh, okay. Dann verstecke ich mich jetzt einfach hier irgendwo im Wasser. Okay, dann startet meine Zeit. 20 Minuten in 3, 2, 1. Es geht los, Leute. Okay. Ja, weißt du noch, wo ich bin? Oh, jetzt geht's was? Los. Weißt du denn, wo ich bin? Wo du bist? Ja. Ja, was weiß ich, wo du bist. Deswegen suche ich dich doch. Okay, das ich muss erstmal ganz kurz gucken, Freunde. Slash Skins. Was es alles für Skins gibt. Es gibt Notenblock. Unfair, gibt, er schummelt direkt am Anfang. Es gibt Grasblock, es gibt dies, es gibt das. Es gibt sogar so ein Steinziegel, das ist der Vive-Block. Ah, es gibt einen Eichenstamm, halt so. Okay. So, dann checken wir doch mal ab, wo gehen wir denn lang? Ich Hast du schon angefangen? Ich habe schon angefangen. Oh Mann, ey. Warte mal, das Ding ist, irgendwer wird hier am Spawn sein. Ich bin mir so sicher, dass irgendjemand hier am Gammeln ist. Ich hoffe einfach, ich hoffe, der ist unter Wasser am Gammeln einfach. Also ich sag dir kleine Prediction oder sagt erstmal, ratet mal, wie krass ist euer Versteck. Oh, das ist jetzt nicht so einfach. Auf was für eine Skala? 1 bis 10, bei mir so eine 7, würde ich sagen. Es ist nicht einfach, aber... Eine 3. Hä? Bei mir so eine 5. Eine 3? Bei mir so eine 5, von der Skala von 1 bis 5. Ich war voll lang eingesperrt in Barriers. Bro, ich sehe hier gar nichts. Es ist komplett dunkel, Junge. Ja, wo denn? Warte mal, ich muss kurz mal hier... Ja, ich bin in irgendeiner Höhle, direkt beim Spawn. Oh. Bist du da? Oh. Bist du da? Oh. Hallo? Du bist da drin, ne? Als ob er ihn gefunden hat. Nee, warte. Aha, jetzt sehe ich hau was. Hau bitte nicht überall irgendwo hin. Ich bin gespannt. Bro! Wer war das? Nein! Ja! Das war Candy, oder? Auf, Junge. Nein, das war ich. Ja, das war wirklich Amir. Du ekelhaft. Bro, wie schlecht. Was für ein Noob Level 1 Versteck, Amir, Alter. Bro. Ja, ich hab gedacht, ich will mich anpassen an der A-Vibe-CQ, deswegen hab ich extra 0 gemacht. Direkt hinterm Spawn, Bro. Er ist direkt, ist so auffällig gewesen, okay. Aber Leute, den ersten Noob haben wir schon mal rausgeholt. In 2,5 Minuten, nicht mal 2,5 Minuten. Junge, das war ja easy peasy. So, da würde ich sagen... Wen soll ich denn als nächstes finden? Candy oder? Ja doch, komm, dann holen wir doch mal Candy. Nein, such Flauschi. Ich bewege mich auch extra nicht. Irgendwo. Erweif, du bist ein Holzkopf. Amir. Holz. Okay, Bro, ich mute den jetzt. Das ist der Baum. Mute ihn jetzt, er schummelt. Warte. Amir ist gemutet. Er hat einen Holzkopf genannt, du Trottel. Hä? Erweif hat einen Holz. Warte mal, aber so. Deswegen hab ich einen Holzkopf genannt, du Idiot. So wie Candy gerade reagiert hat, er wird hier sein. Oder war das vielleicht nur eine Taktik? Warte. Ist Candy hier? Oh. Ich hab ihn gesehen. Nein! Bro, ist so schlecht. Er lenkt jetzt ab, aber ich weiß einfach, er ist da. Bro, oh Mann, er ist auf diesem Baum wahrscheinlich drauf. Ja, ich bin oder, auf dem... Ja, du hast mich, komm, du hast mich. Nee, oder unten, Bro. Oh mein Gott. Das könnte unten, auch sein. Stark, unten, ja. Was auch immer er mit unten meint. Keine Ahnung. Der ist hier irgendwo. Das Problem ist, Freunde, auf der Map gibt es so viele Geheimverstecke. Ich sag mal so. Ja, was sagst du, was sagst du, was sagst du? Ich sag mal so. Mhm. Oh. Eine Zunge wird immer loser mit ein bisschen Bro. Geld. Bro, warte. Leise, sag mal leise. Oh. Hä, warum leise? Ich hab einen Knopf gefunden für ein Geheimversteck irgendwo. Nein! Doch. Nein. Drück da nicht drauf. Mach's nicht, Lukas! Es ist so hart. Du musst dreimal das Wort Geheimnis sagen, dann öffnet es sich. Ja, wie gesagt, Vive, ne? Für ein bisschen, ne? Für die richtige Hand. Wir teilen das Preisgeld, wenn du nichts sagst. Hä?
für den richtigen Farbe vom Schein, dass die Zunge vielleicht ein bisschen dein Glück sein. Bro, warte. Was war denn das für ein Sprichwort? Keine Ahnung, das hat sich gereimt. Bro, ich höre dieses Ding nicht, weil ihr die ganze Zeit redet. Ah, das ist natürlich schade. Hast du schon gehört, Lukas? Nee, der ist nicht dran, der schwimmt gerade. Was Bro. Macht der denn jetzt? Du sollst uns suchen. Ja, aber hier ist irgendjemand. Alleine so, wie Kenny am Anfang reagiert hat, muss... Stunts in TikTok? Was machst du jetzt, Junge? Du sollst Zeit Leise! Suchen. Leise, Leute. Was? Er hat nichts gefunden. Leise. Warum sollen wir leise sein? Erzähl doch mal bitte, warum? Was ist denn los hier? Hier geht eine Tür auf. Es geht eine Tür auf. Hier geht eine Tür nein, auf. Nein, eine Tür oh, geht nein. auf. Boah, da ist safe jemand drin. Oh, oh. Okay, nein, komm, er hat egal. Mich. Ich höre ihn. Junge, ihr seid so ein 30er. Er hat mich. Bro, ihr seid so ein 30er. Unter Wasser könnte halt irgendwo jemand sein. Man bekommt keinen Schaden. Lauschi, lass mal treffen. Nee, danke. Ich geh erstmal die Map entlang. Oh, komm! Ey, 13 Minuten. Ey, die 500 Euro werden so schmecken, ne? Boah. Oder ganz hinten ist einer, warte mal. Aber hier ist halt gar nichts mehr an Versteck. Also wenn, steht irgendwer nur so an der Wand rum. Aber hier kann halt nichts anderes sein. Nee, man wird sehen. Niemals. Oh mein Gott. Was denn? Digga, Flauschi, dein Versteck ist brutal. Digga, das ist anders brutal. Ganz. Am Spawn ist schon echt entspannt gerade hier. Junge, Candy, Junge! Ich habe ihn sogar am Anfang laufen gehört, das war das Schlimme. Naja, aber ich hoffe, ihr wisst, das mit den 500 Euro war, ein Joke. Also, ja, war ein Späßchen. Spaß. Das Gute ist, ich bin ja, wir sind alle am Aufnehmen, weißt du, wir haben diesen Beweis ja. War nun Spaß, Jungs. Hey. Oder ohne wo? Abbauen. Hallo, ohne du kannst. Du siehst mich gar nicht. Doch, du hast gerade das Kelp abgebaut. Hör auf damit. Wahrscheinlich liegt es am Shader. Komm, ja, wahrscheinlich liegt es am Shader. Nein, liegt es nicht. Wahrscheinlich liegt es am Shader. Bro, jetzt mein Spiel verbuggt. Hallo? Flauschi? Ja? Warte, ich muss hier kurz umstellen. Ich bin gerade schon auf Amazon und guck, was ich mir kaufe. Hier habe ich Computer gerade und so. Ich bin auf jeden Fall schon am Shoppen. Wo kannst du mir AirPods mit reinmachen? Okay, ja. Bin wieder da. Minecraft hat geladen. Oh, oh. Hallo? Ja, ja, es geht dann weiter. Achso. Es geht weiter. Oh, oh. Oh. So, Bro, ist das so einfach. Ich sag dir ehrlich, mein Warenkorb bei Amazon Shaders füllt drin. Sich. Ja, mach du mal deinen Warenkorb. Ach, Avive. Komm, willst du einen Tipp haben? Für 250 Euro gebe ich einen Tipp. Du bist so ein Noob, Lukas. Ich bin kein Noob. Doch, ja. Du bist ein Noob. Okay, alles ja. Klar. Ey, wisst ihr was? Kass, wisst ihr was? Noob. Ey, ganz kurz. Kass, ich erhöhe um 1000 Euro, wenn ich euch jetzt nicht finde. Was? Lukas. Jeder einzelne 1000 Euro. Candy. Ja, passt. Ist Bro, okay. Hä? Doch, aber wirklich wir. Jetzt? Ja, um 1000 Euro, ich erhöhe. Ja, okay. Wenn ich euch jetzt Leute, nicht finden sollte. Wir können ja nichts verlieren, also klar. Okay, noch mal 10 Minuten, wenn ich euch da nicht finde. Bam. Ja, okay. 9 Minuten hätte ich jetzt eh noch. Komm, okay, wir machen noch 15. Bro, easy. Du weißt, du verlierst. Hä? Aber 1000 Euro. Für jeden. Warte mal. Für jeden 1000. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Ich schwimme gerade unterm Boot, Digga. Ich bin Flauschi. Ja. Oh, hast du mich gesehen? Nee, ich hab dich nicht gesehen. Ist alles dunkel bei mir. Er hat mich rausgeschoben aus dem Seegras. Hey, jetzt, okay, sie ist raus. Okay, Flauschi ist auch weg. Für mich. Oh, nee, ich kann dich noch finden, Bro. Ich kann dich noch finden, Bro. Ja, ich weiß, aber du wirst mich nicht finden. Ja, okay, warte. Ich sag nicht so viel, aber du wirst mich nicht finden. Okay, Freunde, Amir und Flauschi sind weg und jetzt werden wir Candy finden. Wir haben noch 14 Minuten lang Zeit. Ich werde jetzt auf locker machen. Ich werde wieder wie gerade eben so ein bisschen drumherum, immer an derselben Stelle, damit die wirklich denken, ich finde sie nicht. Ich weiß, Candy ist hier hinten irgendwo und wir werden ihn jetzt finden. Ich weiß, warum ich ihn gerade nicht gefunden habe, aber wir werden ihn jetzt finden. Wartet mal ab. 38 Blöcke. Er ist wahrscheinlich genau in der Ecke. Er wird da hinten irgendwo sein. Und okay, ich muss Kompass wieder wegmachen, Freunde. Let's go. Candy. Guck schon TikToks. Ja, weißt du was? 2000 Euro, wenn ich dich jetzt nicht finde. Bro, was redest du? Aber für du? Jeden. Für 2000 jeden dann, ne? Euro. Ja, wie jeder. Jeder kriegt 2.000, wenn ich euch jetzt nicht finde. Aber jetzt check ich's nicht mehr wirklich? Ja, doch, ohne Witz. Hä? Also ich weiß natürlich, dass du sehr, sehr reich bist, aber Bro, so Bro, ich bin der, oh. der Heidensieg-Master, Junge. Ich werde dich finden. Bist warte du nicht? Mal. Du bist fünfmal mir vorbeigelaufen. Doch. Oh mein Gott. Ich schlafe mal. Heiden Sieg Master. Zum Schlafen. Leute, der Heiden Sieg Master, schauen wir uns die mal an. Bro, ist so schlecht. Mich hin. Ist so schlecht. Oh. Er ist hier irgendwo im Wasser. Ja, geht ins Wasser hier, wieder rein. Er ist hier irgendwo im Wasser. Ja, ich bin im Wasser, ja. Digga. Leute, 2000 Euro, was soll ich sagen? Ey, ich werde die Hälfte davon, werde ich als Giveaway machen oder so. Bro. Ich will mir irgendwas überlegen. Du denkst immer noch, ich finde dich nicht, oder? Wie viele Minuten habe ich denn noch? Du hast noch. Eigentlich noch 13, weißt du was? Wir cutten runter auf 5. 5 Minuten, okay. Ja, auf 5 Minuten. Let's go. Hä?
Er ist irgendwo hier im Wasser. Er ist irgendwo hier im Wasser. Was ist mit deinem Ego passiert, dass du jetzt auf einmal so viel Geld hast? Ja, Bro, ihr denkt auch, Ding, ne? Ich finde euch easy. Nee, finde es nichts easy. Ja, das ist ja das Ding. Das ist die längste Hide-and-Seek-Runde, die ich in meinem Leben bisher so. Aber gib mir mal einen Tipp, kannst du mich schon sehen? Ich hab dich jetzt schon oft gesehen, ja? Echt? Ja. War ich schon auf dir drauf? Nee. Machen wir jetzt aber mit Tipps? Nee, also, Bro, es geht 2K. Aber du hast gesehen, dass ich was abgebaut habe, oder? Ja, ja, hab ich ja gesagt. Krass, Digga. Junge, wo ist der denn? Bro, ich bin der Hide-and-Seek-Master. Ich bin der Meister am Verstecken. Du kannst mich nicht sehen. Ich passe mich meiner Umgebung an und bin einfach unsichtbar für dich. Amir wird mich vielleicht finden, Flauschi auch, aber... Du? Nur noch 4 Minuten, Mann. Mann, wo ist er denn? Ich kann ihn einfach nicht finden. Mein Name ist Canyon. Ich bin drauf und dran, der beste Hide-and-Seek-Meister zu werden. Du bist gar nix. Wieso nicht? Junge, wo ist er denn? Ich kann ihn nicht... Ey, das ist so unfair, ne? Er muss hier irgendwo sein. Ey, ich wette, er ist hier gar nicht. Ich wette, er ist am Spawn. Ja. Er muss am Spawn sein. Ja, ich wette auch. Ja, ich wette auch. Ich wette 100 Euro, dass ich am Spawn bin. Geh hin und guck und hol dir deine 100 Euro. Der ist nicht dumm. Das ist ein Scheiß auf 100 Euro, dann kriegt er halt 1,9. Ja. Egal. Amazon ruft an, ob ich wirklich so viel bestellen will. Das ist unüblich, sagen die. Bro, wo ist Candy? Ich suche ihn. Bro, ich suche ihn so sehr. Du kannst mich nicht finden. Oh Mann, ey, Bro. 2000 Euro. Was kann man sich für 2000 Euro kaufen? Das ist echt die Frage, 2 Gaming-PCs. Ne? Irgendwie 8 AirPods für Flauschi und noch viel, viel mehr. Ich kann mir damit all meine Träume verwirklichen. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Er ist irgendwo hier im Wasser, Junge. Er muss safe ball im Wasser sein. Junge, Amir, was so lustig. Was denn? Aber ganz kurze Frage. Ja? Stellt ihr den Hide-and-Seek-Master in Frage, oder was? Oh, wer ist der Hide-and-Seek-Master? Junge, ich bin der Hide-and-Seek-Master, natürlich! Ey, warum steht da, ich hab verloren? Nein! Weil die Zeit vorbei ist, ich hab verloren. Och, Mann, ey. Oh. 2000 Euro, sie waren in meinen Händen und sind ganz weg. Ganz kurz, Junge, ich hab die 50 Mal gesehen da oben. Flauschi hab ich nicht gesehen, Flauschi hab ich richtig random entdeckt. Ja, nur Zufall. Ja, aber warte, was machst du, wenn du mich gesehen hast? Warte, nein. Genau, er lügt, weil wenn er mich gesehen hätte, hätte er mich ja direkt umgebracht. Nö, ich wollte ja extra ein bisschen Spannung und so. Nein, er tut ja, so. Ja, genau. Digga, du hast extra Shader für neu gestartet. Ich kann rückwärts, aber mach ich nicht. Ich will nur ein bisschen. Okay, wisst ihr was? Ich mach's nochmal anders. Jetzt werde ich mich verstecken. Ich gehe in ein Versteck und der jetzt sucht, hat nochmal die Chance auf 2000 Euro, okay? Ich suche. Ich war als erstes. Himmelskrieger, Shotgun. Dürfen die anderen sich aber auch verstecken? Ja, die anderen dürfen sich auch verstecken. Okay. Himmelskrieger, Shotgun. Okay, wir machen einfach random. Ich glaube, das Plugin ist random, wer sucht. Zweite Runde, Freunde, um 2000 Euro. Oh mein Gott. Okay. Candy ist? Ah, ich bin Sucher. Ja, oh mein Gott. Aha. Let's go. Ja, mir tut mir leid, war ich extra. Okay, komm. So. Let's go. 2000 Euro. Okay, schnell einen Skin. 2 Minuten haben wir Zeit. Candy, mute dich. Ich habe jetzt so viele Verstecke gerade gesehen, die so OP sind. Er wird mich nicht finden. Auf Ansage, er wird mich nicht finden. Ich habe einen OP-Versteck. Nö. Ihr seid Loser. Wahrscheinlich. Okay, warte. Die Leute haben gerade gesehen, wie ich hier reinkraxeln musste. Ja, das war gut. Ich wette, wenn du da wieder hingehst, Candy würde ich nicht finden. Ja, true. Das war so ein gutes Versteck. Versteckst du dich doch da. Nee, ich hab ein besseres. Okay, ich bin versteckt. Boah, es ist so ein starkes Versteck, wirklich. Ich bin im Wasser. Ich spoiler nicht alles, Bro. Am Ende seht ihr das. Ich bin versteckt. Okay, Freunde, Hack ist aktiviert. Er kann uns weder hören. Also wir können ihn jetzt auch hinterherlaufen, hinterher schwimmen und so. Er kann uns nicht hören und auch nicht sehen. Deswegen, Junge, es ist so assi eigentlich. Wie krass sind eure Verstecke? Darf ich jetzt suchen? Die Zeit ist oben. Ja, wo standest du denn überhaupt? Ich? Ja. Keine Ahnung, wo ich bin. Darf ich mich umdrehen? Du darfst dich umdrehen. Okay, ich bin da, wo ich vorher war, quasi am Ende der Map, jetzt so gesehen. Wir fangen von hinten nämlich an. Ah, okay. So, und wie die Ansage, 2000 Euro, wenn ich dich finde. Ja, 2000 Euro, wenn du mich findest. So, wir fangen direkt, achso, ich muss finden und die Leute erledigen dann, ja, easy. Ja, du musst sie erledigen, du hast ja auch ein extra Schwert, ne? Oh Mann, ich habe ein Netherite-Schwert bekommen, ja. Good. Okay, dann geht's jetzt los und ich werde euch alle platt machen. Ja, mach das. Du lachst schon so, also irgendwie ist da wieder ein Trick dabei, aber ich sag dir ehrlich, egal was für Tricks du hast, den Candy Master Bro, kann man nicht austricksen. Mein Versteck wirst du nicht finden, egal was du machst, du wirst es nicht finden, glaub mir. Aber ist es denn auffindbar? Es ist schon auffindbar, ja. Das ist auf jeden Fall auch. Dafür bedrücken. Nee, kein Knopf. Aber jetzt mal angenommen, du gehst gerade einen Berg hoch, ich glaube, da wäre es eher weniger.
Bro, was? Ich muss aber gucken, ob hier jemand anderes noch ist. Ja, okay, das ist aber warum kann ich denn hier hochgehen? Das ist ja voll OP, das Versteck. Was meinst du? Da oben auf dem Grünen, wo du jetzt bist? Oder was meinst du genau? Also, was meinst du mit OP? Okay, also wenn du mich jetzt siehst, du bist nicht so schlau, weil jetzt kann ich es ja eingrenzen. Jetzt sehe ich dich nicht mehr, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ja, das ist gelogen. Jetzt eventuell schon wieder, ne? Bro, du, ja, du grenzt dich jetzt hier gerade selber ein. Guck mal, wie schnell die Runde jetzt um ist. Weißt du was, Bro? 5.000 Euro, wenn du mich findest. Ach, Mann, ey. Ich schwöre auf alles über PayPal. PayPal? Ja, einfach 5.000 Euro. Mit Beweis im Video? Ich schick's dir im Video noch live. Hä? Okay, aber ich kann dich finden, das ist möglich, ja? Du kannst mich finden, klar. Es ist ganz schön dunkel hier. Ich habe Angst. Okay, aber wenn du mich da gesehen hast... Ja, ich sehe dich nicht mehr. Aber ich sage jetzt auch keine Tipps mehr, ne? Doch. Nein? Doch, das tust du? Nein. Okay. Es ist irgendwas... Auf jeden Fall irgendwas mit einem Geheimversteck, Knöpfen und so weiter. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Okay, ich bin auf der Suche. Es ist nicht einfach. Nee, es ist gar nicht einfach. Ich dachte vorhin, okay, warum findet er uns nicht? Aber die Map ist ja so riesig. Was soll man da sagen, Mann? Boah, das vielleicht finde ich dich nicht. Das Wetter ist hier irgendwie ein bisschen schiffig. Irgendwie, also ich weiß nicht, ne, wie man es so nennt. Schiffiges Wetter, das gibt's gar nicht. Ja, doch, ja. Richtig schlecht. Wenn's richtig schifft. Ja, wenn's richtig schifft, ne? Aber jetzt eher so ein, dunkel. So ein leichtes, höhliges Gefühl. Bro, okay, du siehst mich. Guck mal, das Ding ist, du hast wieder irgendeinen Quatsch gemacht. Du bist unsichtbar, irgendwie so. Ja, was ist hier unsichtbar? Das Geld geht an mich, wenn das nicht auffindbar war. So, und jetzt kletter ich mal hier hoch, weil von hier aus kann man eigentlich alles schön sehen. Das ist schlau. Ich glaube, so oben auf dem Segel, da bin ich bestimmt. Okay, jetzt die Frage, was für ein Skin hast du? Ich bin Holzskin tatsächlich. Ist das, hast du wirklich einen Holzskin? Ich habe wirklich einen Holzskin. Das siehst du auch, wenn du Tab drückst, wenn du asozial bist. Nee, ich bin nicht asozial. Ich glaub dir das. Mhm. Also ein Holzskin, ja, dann ist das ja für mich schon mal einfacher zu finden. Bist du auf einem Segel hier oben? Nee. Bro, das ist das Einzige mit Holz, das ist dir bewusst, ne? Ja. Versuch doch erstmal die anderen zu finden. Versuch doch erstmal die anderen versteckt. Zu finden. Guck mal, ja, du, das bringt mir ja nichts. Bro, du hast noch niemanden gefunden, noch niemanden. Ja, ich hab noch niemanden gefunden, ja und? Hä? Nicht mal Amir, Junge, den habe ich nach 2 Minuten gefunden. Das ist irgendein Trick wieder. Bro, er hat noch nicht einen einzigen gefunden, hä? Ja, wieder auch! Ich hab Schritte gehört. Warst du gerade am Spawn? Oh. Ihr macht irgendwelche Faxen. Ich schwöre dir, wenn das Video rauskommt und ich guck rein und ihr habt irgendwelche Tricks benutzt, dann hören wir uns, Lukas. Nee, ich habe nichts gemacht. Alles gut. Dann werden wir uns auf jeden Fall wieder treffen. Ich werde mir mein Geld holen, auf die eine oder andere Art. Bro, oh mein Gott. Was? Nix, alles gut, Bro. Nee, ihr müsst oben sein. So, ich gehe jetzt wieder hoch. Bro, du bist so okay, schlecht. Also ich würde jetzt schon mal einloggen, dass irgendein Trick hier involviert ist. Ich sag mal so. Ja, sag mal. Nee, sag ich sag's nicht. Hä? Ich sag's nicht. Ja, okay. Also du warst, glaube ich, sehr, sehr, sehr nah an Flauschi dran. Ja, ich habe Schritte gehört. Glaube ich ja, jetzt. Aber wie kannst du denn überall gleichzeitig sein? Bei Flauschi oben Bro, in der Höhle? Bro, bin ich nicht. Aber ich bin doch an einem... Ach, Digga, okay. Bin an einem Ort, wo ich dich eben... Jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr. Ja, aber auf dem Segel kannst du ja nicht... Ich bin bist nicht du auf nicht, hast dem Segel. Du gesagt. Bro, ich muss aber ja du hast aus Holz. Ich muss ja aus Holz, aber nicht unbedingt auf dem Boot sein, Junge. Ja, wenn du aus Holz bist... Yeah. Hey, Armin, wie geht's dir eigentlich? Als Digga, auch nicht also auffindbar? Ich chill einfach mein Leben. Okay, Abi, wenn du so krass bist, sag mal, was für ein Skin hast du? Laub. Hä? Also, meine Ansage ist, Leute, wenn ich niemanden finde, werde ich meinen Kanal löschen. Ja! So. Wo seid ihr? Abi, ihr müsst Tipps geben. Nein, wir müssen gar nichts, Junge. Was für ein Skin, Abi, Laub? Lukas, Holz. Und Flauschi, was für ein Skin hast du? Ich hab einen Wasserskin. Oh, Wasser. Und du hast mich vorhin gehört, als ich hier in der Gegend gerade war. Ich bin gerade wieder hier. Du hast mich gehört. Spring mal. Warte. Oh, er kommt näher zu mir. Ich springe. Was? Ich springe? Er ist ganz nah an mir. Oh mein Gott! 5.000 Euro bekomme ich, wenn ich dich finde, ne? Das weißt du. Ja, 5.000. War nicht am Anfang 2.000 gesagt? Ja. Auf einmal sind es 5.000. Ich habe schon erhöht auf 5.000, Du hast doch. Ja gesagt. Ich habe schon erhöht. Warte mal. Doch! Hey! So! Hat er dich? So, Flauschi! Ja. Oh mein Gott, okay, der hat er dich. Pro normale Person kriege ich 1000 Euro. Kriegst gar nichts, Bro. Okay, und jetzt ist Amir dran, weil Amir ist Laub. Okay, jetzt packt mich die Motivation wieder. Ich dachte, ich war gerade auf einem Tief. Aber jetzt werde ich alle finden. Glaubst du selber nicht, oder? Angefangen bei dir, Lukas. Ja, wahrscheinlich.
Ich schicke dir schon mal meine E-Mail wegen PayPal. Weißt du was, wenn du mich jetzt, ach komm, wir machen mal 6.000 auf entspannt. 6.000? Was? Oha. Hä? Einfach 6.000, Digga. Also ich kann es gerade nicht deuten, entweder hat er Geld zum Wegwerfen oder er hat einen Trick wieder benutzt, ich kann ihn nicht finden. Nee. Ich hau jetzt einfach permanent. Ja, mach mal. Das Geile ist, Freunde, bei Fortnite, jeder wusste es. Odoman, Kidmave, egal wer dabei war, alle wussten, dass ich hacke. Aber die Jungs wissen noch gar nichts. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Hacker-Folge mit denen gedreht. Deswegen in Minecraft-Premiere heute. Kaini, du siehst aus wie ein Delfin. Ist auch. Flauschi, du wurdest gefunden. Das heißt, du darfst gar nicht mehr reden. Doch, Flauschi, darfst so viel reden, wie du willst. Ey, ich finde die nicht. Ich glaube langsam, ich bin der schlechteste Hide-and-Seeker. Ja. Also ich gebe den Tipp an, ihr wollt jetzt hier nicht einfach so rumschwimmen, Candy. Ich kann wahrscheinlich sagen, Candy, aber ich denke nicht, dass du das Schlechteste bist, ne? Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Ich weiß, dass du das Schlechteste bist. Hey! Ja! Oh! Oh Mann, ey. Okay, komm, jeder gibt noch einen richtig guten Tipp. Einen guten Tipp. Ai, unterstützt kleine Creator. Mein guter Tipp? Ja? Ich bin... sagen wir es mal, ich berühre Wasser, aber bin gleichzeitig am Boot. Boot und berührst Wasser, okay. Und Amir? Gleicher Tipp. Wie? Was, gleicher Tipp? Oha. Ich wollte jetzt Amir nicht in die Pfanne hauen, aber ich sag dann noch mehr, wo ich bin. Wenn du jetzt ganz runtertauchst, dann bist du schon echt in der Nähe von mir. Bro, das war dein Fehler. Oh mein Gott, das ist so heiß gerade. Bro, was? Das ist so heiß. Hey, Junge, ich sehe dich nicht. Ja. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch 3 Minuten 50. Was? Okay. Was? Bro. Alter, habt ihr die Leiter abgebaut? Ich komme hier nicht hoch. Ey, Amir, wo bist du denn? Du bist ja auch bei mir in der Nähe, oder? Ja, Digga. Ich komme hier nicht hoch. Waren für mich auch irgendwie zugänglich. Deswegen, was soll ich noch sagen? Hey, krass. Hä? Also, ich bin nicht im Boot drin, ne? Kein anderes Boot. Hey. Was? Du hast dich verrückt. Hä? Bro. Ey, wirklich, Leute, du bitte. Bist so doof. Ich lösche meinen Kanal. Du bist so doof! Schwimm auf dem Boden einfach! Unter Boot! Schwimm auf dem Boden! Auf einem Bild. Ich bin auf dem Boden jetzt. Bro! Ich versuch die ganze Zeit Arme zu snitchen und du findest sie nicht! Was? Er ist genau! Bruder! Candy! Oh mein Gott, er ist genau unterm Boot! Unter dem Boot! Unter dem Boot! Nein! Hey, ja! Warte, ich geh zu Lukas. Ey, es ist so, dass du mich nicht gesehen hast, Amir. Oh mein Gott. Wo warst du denn? Junge! Ja, ich kann jetzt nicht spoilern, er hat noch eine Minute. Ich will nicht mehr, ich hab gar nicht mehr. Hä, du bist da nirgendwo. Eine Minute hast du noch. Nicht zu sehen, nur Flauschis zu sehen und Candy. Eine Minute hast du noch. Hä, Vive ist nicht hier. Ich guck im Spectator-Mode, Vive ist nirgendwo. Doch. Wir haben gesagt, wenn da irgendwelche Tricks sind, ich krieg das Geld trotzdem. Es waren keine Tricks. Und Amir auf korrekt, wir machen Hälfte sogar. Ehrenmann. Und Flauschi mach ich Hälfte. Auf korrekt. Keine Tricks. Okay, Amir? Bro. Ja. Okay, deine Minute läuft in 20 Sekunden ab und dann zeige ich mich, okay? Oh Mann, ey. Ich hätte das Geld gerne, keine Frage, aber ich kann es nicht finden. Dein Versteck ist zu OP. Du hast ein OP-Versteck. Ist wirklich zu OP, Bro. Ist wirklich sehr, sehr OP. Ich habe alles gesehen. Du weißt gar nicht, wo du bist. Warte, stopp. Doch, ich hab gesehen, wie du da hinten bist. Er hat unter dem Boot gesehen, aber auch gleichzeitig auf dem Boot. Ja, aber er wusste auch, wo du warst. Er hat on top of the map gesehen, bei diesem grünen Berg. Bro. Und in der Höhle sogar von da, nee. Okay, deine Zeit ist abgelaufen. Also komm zum Spawn, komm mal zum Spawn. Dass du mich nicht gefunden hast! Warte, ich bin beim Spawn. Ja, jetzt da, guck mal. Bro, wenn das jetzt irgendwie... Unter dir. Unter mir? Da, hinter dir. Hä? Hinter mir? Bro, er Nein, blockier! Nein, zurück! Du hast nicht zum Baum! Baum, was? Ich sehe dich! Geh zum Baum! Ich hab dich von Anfang an gesehen. Du hast gesagt, du bist Holz und nicht Gras! Ja, ich war aber kein Holz! Hä? Vive, du warst eben nicht in der Playerlist. Wo warst du? Du warst ausgelockt. Bro, ich war in der Playerlist. Leute, schreibt in die Kommentare. Hä? Bin ich rechtmäßiger Besitzer des Geldes? Nee, bist du nicht. Du hast leider nicht gewonnen. Vive, du hast irgendwas gemacht. Irgendwas hast du gemacht. Ja. Ich soll was gemacht haben? Der ist wie immer ein Trickser und ein Schummler. Wisst ihr was, Leute? Nein, ich mach das nicht mit. Ciao. Hallo, wie kommt ihr da drauf? Ich hab nicht geschummelt. Erzähl mal, wie hast du dich versteckt? Nein, guck mal, ich zeig dir kurz wie, okay? Zeig dir einmal, nur dir, die anderen sind jetzt schon weg, ich zeig dir kurz wie, warte. Hab so einen extra besonderen Skin. So, warte, pass mal auf, zack. So hab ich mich versteckt. Okay, auch rein, ich muss auf, tschüss. Yes,
shade. Shorty want me so bad, do your knees hate? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't